بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ich bezeuge, es gibt niemanden, der mit Recht angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Ich heiße meine Geschwister herzlich willkommen zu diesem, inshallah, kurzen Vortrag. Und ich wollte, inshallah ta'ala, bi'inillah azza wa jal, mit euch in wenigen Minuten eine kurze, wichtige Sache besprechen bzw. behandeln. Und zwar geht es um das Thema Anbetungen, besondere Anbetungen zu ungewöhnlichen Zeiten. Ja, besondere Anbetungen zu ungewöhnlichen Zeiten. Und warum besondere Anbetungen zu ungewöhnlichen Zeiten? Weil es Zeiten gibt, wo die Muslime alle wachsam sind. Ja, oder mehr oder weniger wachsam sind. Und es gibt dann wiederum Zeiten, wo die Muslime unachtsam sind. Ja, in der Zeit, in der wir jetzt leben, könnte man sagen, wir sind meistens unachtsam und wir sind meistens in Raffla, ja, weit weg von der Religion. Wir sind mehr vertieft in Dunya und Dunya-Angelegenheiten. Aber es gibt definitiv Momente, wo die Muslime mehr gebunden sind an ihrer Religion. Und das kann ja, glaube ich, jeder bestätigen. Zum Beispiel, was wir jetzt inshallah bald haben, der Monat von Ramadan, wo die Muslime einfach viel mehr beschäftigen sind mit Religion. Ja, wir sind viel beschäftigt mit Essen einkaufen und Essen zubereiten und Essen und über Essen zu reden und zu träumen und so weiter und so fort. Aber man ist trotzdem, man macht sein Fasten, man macht seine Gebete mehr, besonders am Anfang von Ramadan, besonders am Ende von Ramadan. Und man liest ein bisschen Koran oder ein bisschen mehr Koran als sonst. Und man geht zum Tarawih-Gebet oder man macht Nachtgebete. Also es gibt diesen Monat zum Beispiel oder den Monat von Hajj, wenn die Leute zu Hajj fahren. Und die ersten 10 Tage von dem Monat Dhul-Hijjah, die besten 10 Tage, wo man am allermeisten belohnt wird für Taten. Und da sieht man, dass Muslime mehr beschäftigt sind. Ja? Aber es gibt besondere Zeiten, an denen Menschen und Muslime besonders unachtsam sind. Wir sind ein Riffler, die vergessen so Religion etc. Und diese Zeiten sind Zeiten, wo Allah subhanahu wa ta'ala besonders viel Belohnung schenkt. Ja, besonders, die Menschen besonders belohnt. Warum? Weil die Leute in der Regel busy sind mit Dunya. Busy sind und also beschäftigt sind mit Dunya und Allah mehr oder weniger vergessen. Ja, mehr oder weniger ist ja nicht viel mit ihrer, nicht viel mit Allah beschäftigt sind oder verbunden sind. Ja? Und ein Beispiel davon ist der Monat, in dem wir gerade jetzt leben. Ja, der Monat von Sha'ban. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, der Monat Sha'ban ist ein Monat, in dem der zwischen Rajab und Ramadan ist und viele Leute, وَيَغْفَلُ عَنْهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. Ja? Und an diesem Monat, die meisten Leute sind unachtsam, weil es ist nicht Ramadan, es ist nicht ein, ja. Und deswegen, die Leute sind unachtsam. Aber wir sehen, ja, der Prophet Muhammad s.a.w. hat uns extra daran erinnert, dass dieser Monat besonders ist, ja. Dass er besonders ist, und deswegen sagte Aisha radiallahu anha, zum Beispiel Aisha, unter anderem von seinen Frauen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die meisten Tage von diesem Monat gefastet hat oder alle Tage gefastet hat. Ja, von dem Monat Sha'ban. Vorbereitung für Ramadan. Und weil es ein besonderer Monat ist. Und warum ist er besonders? Er ist auch besonders, weil in dem Monat die meisten Menschen unachtsam sind. Und diese Sache gibt es auch andere Sachen, wo man das sehen kann. Zum Beispiel sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte zum Beispiel in einem anderen authentischen Hadith, sagte er, wo man auch die Sachen sehen kann, أَفْشُ السَّلَامُ وَأَطْعِمُ الطَّعَامُ وَصَلُّوا بِالْلَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامُ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِسَلَامُ. أَفْشُ السَّلَامُ, gib viel Salam zu den Menschen, grüß die Menschen, ja? Verbreitet den Salam, den Friedensgruß, ja? Und Frieden. Und gibt den Leuten zu essen. Natürlich den Leuten, die bedürftig sind, aber allgemein. Ja, Leuten Essen geben ist eine gute Tat im Islam. Ja, Leute zu speisen, auch wenn die nicht arm sind. Ja, und dann sagte er,
وصلوا بالليل والناس نيام. Und betet in der Nacht, wenn die Leute schlafen. تدخلون الجنة بسلام. Dann geht ihr rein ins Paradies mit, in Frieden. Easy. Ja? Warum? Warum soll man in der Nacht? Ja, weil betet in der Nacht, wenn die Leute gerade schlafen. Weil diese Zeit ist eine Zeit, wo die Leute einfach schlafen. Und deswegen ist es Besonderes für Allah, dass jemand dann aufsteht für Allah. In der Zeit, in dieser schweren Zeit, in der Zeit, wo es nicht üblich ist, in der Zeit, wo es anstrengend ist, in der Zeit zu beten, ist für Allah etwas Besonderes. Deswegen ist die Belohnung für Allah auch gewaltig. Ja? Deswegen sieht man auch zum Beispiel diesen Hadith. Gibt es ja eine Meinungsverschiedenheit, ob der authentisch ist oder nicht zwischen den Gelehrten. Aber zum Beispiel dieser, der Sheikh al-Qahtani, hat den zum Beispiel reingebracht, den Hisn al-Muslim, derjenige, der zum Markt geht. Ja? Du gehst in ein Geschäft rein oder zum Supermarkt, zum Markt, zum Einkaufszentrum. Ja? Und dann sagst du die Dua, La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahu al-mulk wa lahu al-hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, bi yadihi al-khayr, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Eine kurze Dua, du brauchst dafür 20 Sekunden. Ja? Der Prophet Muhammad Hassan sagte, derjenige, der diese Dua sagt, er bekommt 1 Million Stufen. Also er bekommt 1 Million Belohnungen. 1 Million für eine Dua, die du sprichst in weniger als 30 Sekunden. Weniger als eine halbe Minute. Vielleicht sogar nur in 10 Sekunden. Ja? Du sagst diese Dua, du kriegst 1 Million gute Taten aufgeschrieben. وَتُمْحَ عَنْهُمْ أَلْفُ أَلْفْ خَطِيَةً. Und ihm werden 1000 mal 1000 Sünden gelöscht. Also auch 1 Million Sünden gelöscht. Ja? Und er bekommt 1 Million Stufen, wird er höher kommen. Subhanallah. Ja? Warum ist das so? Auch wieder warum? Weil auf dem Markt, in Dunya, die Leute sind in Raffla, die Leute sind unachtsam. Ja, auf dem Markt, im Supermarkt, die Leute denken nur an Essen, Trinken, Klamotten, Marken, ja, nur an Dunya, nur an ihren Bauch, nur an ihre, ja, Nafsi. Aber die vergessen Allah. Wenn du dann einer bist, den Allah subhanahu wa ta'ala recht leitet, den Allah dazu recht leitet, dass du in dem Augenblick, du bist im Markt, aber du gedenkst Allah. Ja, du sagst, La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd. Alles nur Tawhid. Ja? Du machst Tawhid. Lahul mulk wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit wa huhayyun la yamut. Alles Namen und Eigenschaften von Allah. Ja? Yuhyi wa yumit wa huhayyun la yamut. Biyadihi al-khayr. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Biyadihi al-khayr. In seiner Hand ist das Gute. Allah entscheidet alles. Alles ist im Qadr von Allah. Ja? Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Die macht alles zu tun. Du lobst, preist Allah, du gedenkst Allah, du redest über Allah in dem Augenblick, wo alle Leute nur über Geld und Dunya reden und über Dunya nachdenken. Deswegen ist da auch wiederum die Belohnung gewaltig. Deswegen sagte der Prophet Muhammad sallam, أحب البقاعي oder بلادي إلى الله مساجدها. Ja? Die Orte, die Allah am meisten liebt, sind die Moscheen. Warum? Weil in den Moscheen wird am meisten Allah gedacht. Du betest, liest Koran, machst Dhikr, machst Da'wah, ja? Lernst seine Religion. Und die Orte, die Allah am allermeisten verabscheut, sind die Märkte. Ja? Al-Aswaq, die Märkte. Warum? Weil da Allah vergessen wird. Man nur an Dunya, mit Dunya beschäftigt ist. Ja, und da sieht man genau diese Sache. Dass man bestimmte Taten macht. Und deswegen auch diese Taten im Islam. Ja? Die Hajj, zum Beispiel die Pilgerfahrt, während der Pilgerreise sind ein paar Millionen Menschen sind da, 1 Million, 2 Millionen, 3 Millionen, ja, von 1 Milliarde, 1,5 Milliarden, ja, das heißt, es ist gar nichts, so wenig von der Umma sind dort, ja, und wie viele Menschen gerade zu der Zeit, warum, weil es einfach, um diese Ibadah zu machen, musst du Geld geben, musst du deine Zeit nehmen, ja, du musst etwas dafür tun, ja, wenn Jihad fi sabilillah ist, wenn es Jihad gibt, wie viele Leute machen Jihad von der Umma und wie viele sind am Schaf schlafen, warum, weil der Ort von Jihad fi sabilillah ist nicht ein Ort für Chicken, ist ein Ort für Männer, ein Ort, wo die Leute Mut haben, wo die Leute ihre Religion praktizieren, wo ihre Leute lernen. Und wenn du ein Chicken bist, dann wirst du nicht auf dem Schlachtfeld sein. Ja? Wenn du ein Weichei bist, ein Angsthase, ein. Und deswegen sind diese Orte und diese Zeiten, an denen die Leute normalerweise nicht dort sind, nicht, ja, nicht teilhaben, nicht an Allah denken, wenn du genau an diesen Orten bist oder zu diesen Zeiten dort bist, wo Allah dich gerne sehen will, dass du dann Allah gedenkst, dass du dann für Allah fastest, betest, spendest, etc. Deswegen sind diese, an diesen Tagen, an diesen Orten, ist die Ibadah Allah subhanahu wa ta'ala sehr von Allah subhanahu wa ta'ala geliebt, ja, dass du die Ibadah machst. Ja, zu den Zeiten, wo die Leute schlafen,
zu den Zeiten, wo die Leute unachtsam sind. Und das sind solche Orte wie zum Beispiel Mekka, Medina, dass man dort betet, Hajj macht, Umrah macht, ja? Die Moschee im Allgemeinen. Warum ist die Moschee auch dieser Ort, wo derjenige, der sein Herz hängt an der Moschee, das heißt, er will immer in der Moschee beten, er will immer, der fühlt sich wohl in der Moschee, ja? Der versucht seine Gebete immer in der Moschee zu machen, etc. und so. Warum? Warum ist derjenige unter dem Schatten, ja? Wenn alle Leute Probleme haben werden, richtige Probleme haben werden am Tag der Auferstehung, wenige, ganz wenige Menschen werden dann relaxed oder relaxter sein. Die werden unter dem Schatten sein von dem Thron von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, die werden geschützt sein von der Hitze der Sonne. Einige, ganz wenige Menschen werden das sein. Von der ganzen Menschheit werden das ganz wenige sein. Was haben die für Charaktereigenschaften? Ja, einige von ihnen, ja, werden dann, gibt einige Charaktereigenschaften. In dem einen Hadith kennen wir 7. Und da gibt es noch ein paar andere Charaktereigenschaften. Aber was werden die haben? Eine von ihnen werden die Leute sein, deren Herzen hängen an den Moscheen. Ja? Die versuchen ihre Gebete immer in der Moschee zu machen. Die fühlen sich wohl in der Moschee. Die gehen gerne zur Moschee. Die machen auch ihre Wege zur Moschee. Ja? Zu den ungewöhnlichen Zeiten oder zu den harten Zeiten, sagen wir mal. Ja? Und die haben diese Eigenschaft. Aber zur Moschee zu gehen, ist auch eine Anstrengung. Ja, weil es ist easy, jetzt, wir sind zu Hause, ja, es ist angenehm, Heizung ist an, ja, du hast Kühlschrank, Kaffeemaschine, dies, das und so. Ist angenehm, gemütlich, ja, gemütlich jetzt zu beten, aber rauszugehen, wie viel haben wir, es ist gerade kalt, minus 1 Grad, 1 Grad oder keine Ahnung, ja, es ist kalt, unangenehm, morgens Fächer, gehst du raus, vielleicht die Scheibe von deinem Auto musst du kratzen, vom Eis befreien und so, ist unangenehm. Ja, der Mensch, deine Nefs, die will das nicht. Deswegen sagt Allah Azza wa Jalla im Koran, Surat Yusuf, إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّءِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبِّي. Deine Nefs, dein Ego, ist ein لَأَمَّارَةٌ بِالسُّءِ. Die macht dies ein jemand, der dich dazu zwingt, Schlechtes zu machen. Die will, dass du Schlechtes machst. Ja, deine Nefs ist einfach so. Dein Ego ist einfach von Shaitan geleitet. Ja, und das Ego von einem Menschen ist einfach so. Man will lieber die Gemütlichkeit. Ja, man will Sachen machen, auch wenn sie haram sind und so weiter und so fort. Deswegen ist die Nefse auch ein Feind, dass man auch gegen sich selber quasi kämpfen muss. Und das ist eine Sache, die man dort nicht sehen kann. Und deswegen auch sagte der Prophet Muhammad sallam, ja, im Hadith, as-sahih, بشر المشائين إلى المساجد في الظلمات بالنور التام يوم القيامة. Der Prophet Muhammad sallam sagte, gib frohe Botschaft denjenigen, die in der Dunkelheit zu der Moschee gehen. Ja, diejenigen, die in der Dunkelheit zur Moschee gehen, gibt ihnen die frohe Botschaft, die werden vollkommenes Licht haben am Tage der Auferstehung. Ja, am Tage der Auferstehung bedeutet was? Im Grab, bedeutet auf der Brücke zum Beispiel, ja, wenn die Leute kein Licht haben und dann eventuell in Jahannam fallen, wer wird dann Licht haben? Diejenigen, die in Dunkelheit, wenn es dunkel ist draußen, unangenehm, Fajr-Gebet, ja, 6 Uhr morgens, 4 Uhr morgens, du bist gerade voll mitten im Tiefschlaf, Bett ist so gemütlich, Heizung, alles, und dann gehst du raus in die Kälte. Ja, ist eine Anstrengung. Aber wenn du das machst, am Tage der Auferstehung wirst du richtig belohnt dafür. Ja, warum? Weil du machst gute Anbetungen zu ungewöhnlichen Zeiten, da wo es deine Nefs nicht mag, da wo die Leute normalerweise was anderes machen. Die sind alle am Schlafen oder die gehen gerade Business machen, Dunya. Aber du gehst gerade quasi gute Taten machen. Und deswegen ist es wichtig, dass man versucht, seine Nefs so zu bearbeiten. Ja? Und man macht das auch für andere Sachen. Willst du reich werden? Ja, kannst auch nicht mit Schlafen zu Hause auf dem Sofa, wirst du nicht reich. Willst du ein Profi-Fußballer, Profi, egal, abgesehen jetzt von Halal oder Haram, du willst Profi-Boxer werden oder egal was, du willst ein Profi werden. Du willst erfolgreich werden, du willst ein Arzt werden. Das wirst du niemals erreichen, wenn du auf dem Sofa bist und Playstation zockst oder ja, viel schläfst. Das wirst du nur erreichen mit viel Anstrengung. Und genauso auch dein Iman und das Paradies, ja, ist genauso. Willst du eine hohe Stufe haben in Dunya oder Akhira, musst du etwas dafür leisten. Und dafür muss man versuchen, sich anzustrengen, und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allesamt recht leiten, dass wir dieses Verständnis bekommen, dass wir wissen, ja, hohe Ziele zu haben. Und diese hohen Ziele kann ich nicht erreichen ohne Anstrengung, ohne etwas dafür zu leisten. Ja, und ohne. Ja, das ist normal. Ja, jemand möchte gerne ein Sixpack haben und möchte gerne, ja, stark sein.
Der wird das nicht, wenn er sich, keine Ahnung, diese Maschinen holt und sein Wohnzimmer damit vollstellt oder seine Garage. Ja? Oder sich Videos anschaut. Ja, der muss hingehen, der muss pumpen, bis es wehtut. Ja? Und er muss hingehen heute und morgen und übermorgen. Stimmt's oder nicht? Ja? Einfach ein Sixpack kommt nicht von Burger essen alleine oder keine Ahnung was. Ja? Da muss man schon ein bisschen reinhauen. Und so ist mit allen Sachen. Dunya und Akhira. Willst du erfolgreich sein? In Dunya musst du etwas dafür, du musst dich anstrengen. Und genauso auch in Akhira, ganz besonders für Akhira. Erst recht, warum? Weil diese Dunya-Sachen sind ja auch billig. Ein Burger, was kostet ein Burger? 5 Pound, 5 Euro. Ja? Aber wenn wir über in der Religion reden, wir reden ja über das Paradies. Deswegen der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte was? Ala inna sil'atallahi ghaliya, ala inna sil'atallahi al-jannah. Wahrlich, die Ware von Allah ist teuer. Ja? Aber die Ware von Allah subhanahu wa ta'ala ist das Paradies. Das ist doch kein Spaß. Das ist doch nicht, ja? Du kaufst jetzt gerade nicht irgendwas, sondern es ist das Paradies. Und deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das richtige Verständnis geben in der Religion, dass wir lernen, diese Sachen zu schätzen und dass wir versuchen, unsere Nefs zu kontrollieren, dass ich auch die Sachen mache, die mir nicht gefallen. Ja? Wie viele Leute, manche Leute zum Beispiel haben kein Problem mit Geld rausgeben. Ja? Weil jeder hat seine Fitna in einer anderen Sache. Der eine ist, seine Fitna sind Frauen, ja? Da ist er seine Schwäche, da muss er da gucken, dass er sich zusammenreißt und nicht Sünden macht. Der andere hat es mit Geld. Ja? Der ist einfach ein Geizkopf. Ja? Der ist einfach gierig. Der überlegt 10-mal, ob der einen Euro spendet. Ja, oder eine Spende macht. Der ist einfach so. Manche sind auch so. Auch manche Leute, auch die können kein Geld ausgeben für ihre Familien. Ja? Und das sind halt solche Sachen. Und deswegen, und dann musst du halt gegen deine Nefs musst du kämpfen und die erziehen. Und da genau da, wo die schwach ist, da musst du dagegen ankämpfen und versuchen, die zu bearbeiten, weil du hast eine Schwäche da, aber du bist ein Muslim. Du musst einfach Zakat geben. Ob du willst oder nicht, machst du es nicht, wirst du auseinandergenommen. Ja, warum? Weil du machst so Taten, wo du entweder aus dem Islam rausfliegst oder du machst große Sünden, für die du eine bestimmte Zeit eventuell in der Hölle landen wirst oder im Grab bestraft wirst. Und deswegen muss man, da wo man halt seine Schwächen hat, muss man da arbeiten. Ja, hast du eine Schwäche mit Fajr-Gebet, dann versuch zum Beispiel Dua zu machen, ja, dass Allah dir hilft, dass du aufstehst. Dann gehst du zum Beispiel früher schlafen. Dann stellst du dir zum Beispiel 10 Wecker. Ja, viele verschiedene Wecker. Stell dir Wecker im Nebenraum und stell dir 10 Wecker und mach. Sieh zu, wie du klarkommst. Ja. Versuch, kämpfe einfach. Immer da, wo man weiß, dass es unangenehm ist. Und man wird niemals, ja, man wird niemals erfolgreich sein, wenn man nicht in diese unangenehme Zone geht. Ja. Auch in Dunya-Sachen wissen wir ja selber. Ja. Keiner wird Arzt, keiner wird Ingenieur, keiner wird einfach mit gar nichts machen. Ja. Mit Chilawi, wie manche Leute sagen. Ja, mit Chillen. Mit Chillen wirst du nicht erfolgreich. Willst du erfolgreich sein in Dunya, musst du, ja. Ihr habt ja mal das Video gesehen von Ronaldo. Nur als Beispiel, ist jetzt unwichtig, aber von Ronaldo. Der ist ja Multimillionär, vielleicht fast Milliardär irgendwann. Aber der erlaubt seinem Sohn nicht einfach so, ja, Coca-Cola trinken und das und die ganze Zeit so. Obwohl, der kann sich ja alles leisten. Ja? Warum? Weil, willst du erfolgreich sein, musst du Disziplin haben, musst du versuchen, in diese Komfortzone. Und das ist im Islam genau so. Ja, du willst... Allah verlangt von uns, dass wir Hijra machen. Ja? Und Hijra, es gibt eine Bedeutung von Hijra. Was bedeutet Hijra? Dass du von einem Land, von einem Ort, nicht unbedingt von einem Land, von einem Ort wegziehst zu einem anderen Ort, wo du Allah besser anbeten kannst. Eine Hijra zu machen, ist doch nicht angenehm. Ist doch nicht easy. Stimmt's oder nicht, Bruder? Ist nicht easy. Ja? Du verlässt den Ort, der angenehm ist, der easy ist eigentlich für dich. Du kennst die Sprache. Der Prophet Muhammad ist von Mekka weggegangen. Der hat sich umgedreht. Als er von Mekka rausgegangen ist, der hat sich umgedreht. Und er hat zu Mekka geredet. Er sagte, oh Mekka, du bist der Ort, den ich und Allah am meisten lieben. Und wenn mich mein Volk nicht rausgeschmissen hätte, Allah, ich würde nicht rausgehen. Ja? Weil das ist der Ort, wo du groß geworden bist. Du kennst die Straßen, du kennst die Sprache, du weißt, wo man arbeiten kann, Business machen kann. Dies ist alles einfach. Deine Familie, deine Freunde sind da. Das ist das Einfachste. Ja, du bist in ein anderes Land, ein fremdes Land, die Sahaba radiallahu anhu, sind weggegangen nach Afrika. Ja, die kennen die Sprache gar nicht. Ja, du musst ja die Sprache lernen, viele Sachen sind neu, da kriegst du eine Strafe, weil du das nicht wusstest und da hast du falsch geparkt und du kannst diese Regeln nicht und da kennst du das nicht und ja, viele Sachen.
Aber warum ist die Belohnung aber dann so groß? Ja? Darum ist auch deine Belohnung so groß. Warum? Weil du gehst raus von dieser Komfortzone. Ja? Diese Zone, die so weich ist und easy ist, einfach ist. Und du gehst raus zu dem, was anstrengend ist, ungewöhnlich ist. Die meisten Leute, die machen nicht. Muslime, als sie damals weggegangen sind, nach Ägypten oder Marokko oder so, da haben die gesagt, hey, wie, du kommst hier hin wegen, du kommst aus Deutschland hier hin, alle wollen nach Deutschland, wie geht's hier noch gut so, nach dem Motto, ja? Weil die einfach denken, ich will Geld, ich will Dunya so, als gäbe es die Dunya nur in Europa, ja? Aber, dass wir einfach diese Sache lernen, dass wir, wenn wir besondere Stufen haben wollen, wenn wir im Allgemeinen das Paradies wollen, und wenn wir besondere Stufen haben wollen im Paradies, dann müssen wir versuchen, von dieser Komfortzone rauszugehen in die anstrengende Zone. Ja? Das heißt auch in den Ibadats genauso. Ja? Afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil layli wan nas niyam. Mach Anbetungen da, wo die Leute normalerweise Allah nicht anbeten. Wenn du im Markt bist, ja, im Supermarkt bist, keiner denkt da an Allah Azza wa Jalla. Deswegen dann versuch du daran zu denken, versuch ein paar Mal Dhikr zu machen. La ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Wenn du zum Beispiel diese Gnaden siehst, ja, im Supermarkt siehst du diese ganzen Erdbeeren, Bananen, dies, das, Nüsse, Milch, alles. Diese ganzen Sachen. Subhanallah, denn gedenk mal Allah Azza wa Jal und denk dir, Subhanallah, schau mal, diese ganzen Menschen auf der Erde, ja, wie viel sie konsumieren, wie viel sie essen und trinken, jeden Tag. 7-8 Milliarden Menschen sind wir. 8000 Millionen Menschen. Die essen jeden Tag Brot und das und Äpfel und Bananen und Milch und alles. Und jeden Tag. Und wie viel da weggeschmissen wird, etc. Und schaut mal, wie Allah also alle diese Leute versorgt. Wie Allah diese ganzen Ressourcen wieder aufrecht, jeden Tag. Für so viele Milliarden von Menschen und Tiere und Djinn und Subhanallah. Ja? Dann sagst du einfach Subhanallah. Auch diese verschiedenen Farben. Allah hätte einfach nur, keine Ahnung, ein, zwei, drei Sachen erschaffen können, reicht. Iss und trink und ja, und fertig. Nein, Allah, also so viele verschiedene Farben, Obst, Gemüse, Nüsse, das, Gewürze, Subhanallah, Fleisch und Fisch und Milch und von jeder Sache noch tausende Sachen. Wenn du das siehst, normalerweise, als Muslim sagst du, Subhanallah, Alhamdulillah, ja. Und dann wirst du dafür dort vielleicht extra belohnt, als wenn du es woanders machst. Warum? Weil an diesem Ort normalerweise Leute Allah nicht gedenken, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu dankbaren Diener machen und uns recht leiten. وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته